Sollen wir Rhythm spielen? Ja, okay. Komm, mach mal. Ja, also das Matchup Riven gegen Urid ist schwer, aber fast, also wirklich fast jeder Champion hat ein schweres Matchup gegen Urid, weil einfach Urid Urid ist, man. Aber man kann halt mit Riven wenigstens später auf der Sideline gewinnen, wenn Urid nicht so übel ahead kommt. Level 6 muss man richtig aufpassen gegen Urid, weil er halt Ignite hat durch sein Spellbook. Vielleicht hätte ich auch Spellbook gehen sollen, aber... Oh no. So, Early Game wird ein bisschen schwer, Jungs, aber das ist leider immer so mit Riven. Obwohl nicht immer so, aber gegen Urid, also in diesem Matchup. Ich hätte sagen sollen, es ist immer so gegen Urid. So, jetzt habe ich mich verbessert. Schade, dass wir das Kennen mitgemisst haben. Ein bisschen Bummer. So, jetzt tanken wir die Wave, dass wir einen Freeze bekommen. Vielleicht benutzen wir die E, um den Minion Damage hier zu shielden. So, die Q jetzt dodgen von Urid. Joke. Okay, geht es basen oder was? Okay, er wird jetzt eine Item Advantage haben, aber ist nicht so schlimm. Versuchen wir einfach nicht zu sterben und dann einfach einen guten Base zu holen. Ich denke, ich hole mir als erstes Base einfach das Teil hier. Oder ein Tiamat. Wahrscheinlich ist ein Tiamat am besten. Kann ich vielleicht sogar hin und wieder mal versuchen, den Urid einzupushen. Ich glaube sogar, wir können mit der Wave basen, weil wir jetzt mit der Wave gleich Level 6 hitten und er uns halt respekten muss. Auch wenn er eine Item Advantage hat. Wenn wir halt Level 6 vor ihm bekommen, dann. Ja. So, mit der Wave pushe ich in den Tower rein und gehe dann Base und dann muss ich nicht mal TP'en, glaube ich. Hoffen wir einfach mal, dass Kha'Zix uns nicht gankt, während wir das machen. Aber normalerweise sollten wir safe sein. Ich meine, wir haben noch Flash up. So, die nächste Wave wollen wir jetzt reinpushen und dann mit der Wave basen gehen. Urid kann uns nicht wirklich aufhalten. Kennen gemisst, FF. So. Die Wave kann er nicht freezen, die ist zu groß. Ja. Jetzt hittet die Wave im Tower und pusht dann später zu uns, also müssen wir nicht mal TP'en. Ah, den Pink wird er wahrscheinlich jetzt nach der Wave clearen, aber dafür können wir die ganze Wave clearen, ohne dass Urid uns unterm Tower pokt. Weil er halt jetzt für den Pink Ward geht und ja, wir halt jetzt Zeit haben, die Wave zu clearen. Also haben wir das Gold vom Pink eigentlich schon reinbekommen. Weil ziemlich sicher hätte ich hier... Nein, Mann! Wieso muss ich denn immer kennen, Minion? Ah, das ist so sad. Das ist nice. What are you doing? Ich gebe einfach Blitzcrank den Kill. No, fuck, Kha'Zix Flash. Aber das, weil Blitzcrank geromt ist, kriegen wir das im Botlane Tower, also. War Overall natürlich worth. Close one. Cool. Okay. Ah, Mid-Tower ist auch down. Weiß nicht, ob das so worth war. Obwohl... Ja, wir scalen halt. So, die müssen halt snowballen. Also ist es nicht so schlimm. No! Irgendwie habe ich mir das krasser vorgestellt gerade eben. Das hätte ich auch besser spielen müssen, oder? Ich hätte Flashen, E, W, Q machen müssen.
Und ich habe einfach nur Flash und dann Q und dann W gemacht. Und ich habe die W nicht mehr durchbekommen, weil ich CC'd wurde. Ja, das sind halt diese Fehler mit Riven, die ich mache, wenn ich halt Riven nicht oft spiele. Wenn ich sie halt ein bisschen öfter spiele, dann weiß ich da, was ich tun soll. Aber beim nächsten Mal weiß ich's. Weil ich zeige euch gleich, was ich hätte machen sollen. Weil also es gibt ja so eine Combo auf Riven. Das ist die da. Ich mache E, W, Q. Und das hätte ich machen müssen. Oh, der Huren pusht Mitte. Die kriegen halt so viel Tölz, Mann. Explode, aber die sind halt ein Early Game Team. Also Early Mid Game und wir sind halt. Ah, wir fangen jetzt eigentlich richtig an, stark zu werden. Das heißt, jetzt glaube ich, können wir anfangen, Sachen auf der Map zu machen. Okay, 2 für 2. Ist fein, I guess. Oh mein Gott, macht Galio Damage, what the fuck? Oh, jetzt nur die Jhin W dodgen. Jhin W dodgen, Kaiser? Jhin W dodgen? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Galio ist OP, Mann. Ist unglaublich, wie OP der Champion ist. Okay, aber der hat da gehintet, also. Oh no, eine Q von Galio und die sind tot. Den Fight gewinnen wir aber hart. Also nur Blitzcrank und. Ah, ne. Kha'Zix und Jhin haben, glaube ich, Nash, oder? Oder? Okay, Kha'Zix haben wir bekommen. Müssen auf die Blitzcrank-Hooks aufpassen. Ey, wenn Galio Flash hat, dann ist die Kaiser tot, Mann. I don't know, ich kann da nicht reingehen irgendwie. Ach, Mann. Fuck. Alter, das Game ist voll komisch, Mann. Irgendwie ist es voll schwer, Fights zu gewinnen. Weil Galio so ein Drecks-OP-Champ ist, Mann. Holy shit. Den sollten sie haben. Oder auch nicht. Oder? Nice. Der Galio-Damage ist so ein Joke. Willen, Mann. Oder?
Okay, die können aber keinen Dash machen. Das war. Das ist jetzt das Wichtige eigentlich. Das ist so ein Joke, Alter. Wie OP Galio ist, man. Ah, Nash ist gone. Ich muss eigentlich hier reingehen. So, den Urgot chasen wir. No. Oh fucking hell. Genau das hätten wir eigentlich. Auf das hätten wir aufpassen sollen, dass Kha'Zix diesen Minion nicht cleart. Ey, wenn niemand mich answern will, dann kann ich botteln, glaube ich, einfach enden. Gottes Willen, Alter. Oh mein Gott. Ey, oh mein Gott, mein Herz, Alter, holy shit, mein Puls. Fucking hell, Mann. Ah, oh, mein Puls, Alter. Och, Mann, League of Legends. Oh mein Gott. Ey, ich will gar nicht wissen, wie viel HP unser Nexus hatte, Alter. Ich will sehen, was mein Team gemacht hat. Oh, wenn die Hook sitzt, dann ist es GG. Mein Team hat es echt gut gedefft, Mann. Holy shit. Ich bin jetzt schon beim letzten Nexus Tower. Ich lasse jetzt alles in Half Speed ablaufen. Aber die haben das alles so gut delayed, mein Team. Holy shit. Ah, actually, Ryze hätte die noch gekillt, oder? Ja, okay, so close war es nicht, aber... War schon ziemlich close eigentlich. Also nicht über close, aber... War schon ziemlich close.